Das Mozilla Firefox-Logo ist ein Fuchs, der die Welt umarmt. Ursprünglich war das 2002 entworfene Browser-Logo ein Phönix, der aus seinen Flammen aufsteigt. Damals hieß der Browser Mozilla Firebird. Zwei Jahre später wurde der Name in Firefox geändert. Das ist der englische Spitzname für den roten Panda, ein seltenes Tier aus Asien. In dem berühmten Toblerone-Logo verbirgt sich ein auf den Hinterbeinen stehender Bär. Die wie ein Berg geformte Schokolade wurde in der Schweizer Hauptstadt Bern von Emil Baumann und Theodor Tobler erfunden. Spitzname der Stadt ist Stadt des Bären und sie trägt auch einen Bären im Wappen. Daher findet sich dieses Tier auch im vom Matterhorn inspirierten Toblerone-Logo wieder. Das Bild des glücklichen Mädchens auf dem Logo von Wendy's wurde von der Tochter des Gründers Dave Thomas inspiriert. Wendy ist ihr Spitzname. Siehst du genauer hin, erkennst du, dass ihr Kragen das Wort Mom, also Mama, ergibt. Absicht oder nicht, es wurde zum Symbol für das heimliche Gefühl, das sie ihren Gästen vermitteln wollen. 9.41 Uhr, so spät ist es stets in iPhone-Werbespots und das ist kein Zufall. 2007 stellte Steve Jobs der Öffentlichkeit nach einer 41-minütigen Präsentation das erste iPhone um genau 9.41 Uhr vor. Das erste Apple-Logo wurde 1976 entworfen. Zu sehen war Isaac Newton unter einem Baum, von dem ein Apfel auf seinen Kopf zu fallen droht. Es erschien zu komplex, daher ließ Steve Jobs es ersetzen. Der Designer des neuen Logos, Rob Yanoff, kreierte den Apfel, wie wir ihn heute kennen. Er ließ sich vom alten Logo inspirieren, vereinfachte es aber. Er fügte einen Biss hinzu, damit man die Frucht nicht mit einer Kirsche, einem Pfirsich oder sonst einer anderen runden Frucht mit Stiel verwechselte. Ohne es zu merken, erschuf er dabei ein witziges Wortspiel. Biss heißt auf Englisch Byte, wie der bekannte Computerbegriff Byte. Toyotas Logo symbolisiert das Verschmelzen der Herzen von Kunden und Unternehmen. Die zwei überlappenden Ovale bilden ein T für Toyota und ein Lenkrad. Der äußere Kreis umfasst die ganze Welt. Der Hintergrund steht für die Werte des Unternehmens. Großartige Qualität, Wert über alle Erwartungen hinaus, Freude am Fahren, Innovation und Integrität im Bereich Sicherheit, Umwelt und sozialer Verantwortung. Eine Lebensversicherung für die Apollo 11-Astronauten kostete ein Vermögen, weil die Mission so riskant und unvorhersehbar war. Die Astronauten konnten sie sich nicht leisten. Also signierten sie hunderte Covers, die ihre Familien verkaufen konnten, falls etwas schiefgehen sollte. Snickers wurde von Frank Mars, dem Gründer der Mars Incorporation, erfunden. Die Inspiration lieferte eine bereits existente Süßigkeit aus Nougat, Erdnüssen und Karamell. Benannt wurde es nach dem Pferd der Mars-Familie. In Großbritannien trug der Riegel bis 1990 den Namen Marathon. Als der Name zu Snickers geändert wurde, lag der am häufigsten verkaufte Riegel plötzlich nur noch auf Platz 3. Als das NBC-Logo entwickelt wurde, waren Farbfernseher gerade der neueste Schrei. Das Logo mit den Regenbogenfarben zollt diesem Umstand Tribut. Der Pfau symbolisiert die Redewendung »Stolz wie ein Pfau«, denn NBC war stolz auf sein neues Farbsystem. Die sechs verschiedenen Farben stehen für die sechs verschiedenen Abteilungen von NBC. Der gelbe Pfeil im Amazon-Logo beginnt beim A und endet beim Z. Er symbolisiert, dass du hier alles von A bis Z findest. Und er sieht wie das Lächeln eines zufriedenen Kunden aus. Der ursprüngliche Name des Unternehmens war allerdings Kadabra Inc. Jeff Bezos experimentierte mit verschiedenen Namen für die Website. Einer davon war relentless.com, was unaufhaltsam bedeutet. Die Adresse führt noch heute zu Amazon. Der CEO von Papa John's Pizza, John Schnetter, gründete sein Unternehmen in einem Besenschrank einer Bar, die er mit seinem Vater 1984 in Indiana führte. Über die Jahre ist es mit 5.500 Filialen in 49 Ländern zur drittgrößten Pizza-Restaurantkette der Welt geworden. Baskin-Robbins gibt es in 31 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Buchstaben B und R verbergen diese Zahl im Logo. Die Kurve des B ist die 3 und der Strich des R ist die 1. Die allererste Webseite der Welt namens The World Wide Web Project kannst du noch heute besuchen. Sie ging 1991 online und dient heute als historisches Archiv. Sie enthält kein einziges Bild, nur Text. Das Internet selbst wurde 1989 von Tim Berners-Lee, einem britischen Wissenschaftler, der für CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung, arbeitet, erfunden.
Das erste Produkt, das je in einem Supermarkt gescannt wurde, war eine Packung Wrigley Juice Fruit Kaugummis 1974 in Troy, Ohio. Der Strichcode wurde bereits 1952 erfunden und patentiert, aber die Idee kam erst in Schwung, als der Erfinder für IBM arbeitete. Bis dahin mussten Kassierer jedes einzelne Produkt auspreisen und an der Kasse von Hand eintippen. Das Quicksilver-Logo ist eine vereinfachte Version des berühmten Farbholzschnitts Die große Welle von Kanagawa des japanischen Künstlers Hokusai. Als Quicksilver um Roxy, eine Linie für Frauen, erweitert wurde, spiegelten sie ihr Logo, dass es wie ein Herz aussieht. Bis 2010 war das ländliche Breitbandinternet langsamer als Brieftauben. In einem Geschwindigkeitstest ließ man Brieftauben mit USB-Sticks von Yorkshire aus 80 Kilometer weit fliegen. Ihr Flug dauerte 1 Stunde und 15 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt waren erst 24% der 300 MB-Datei hochgeladen. Mithilfe von Picasa kannst du deine Fotos online ansehen und organisieren. Das Logo ist aber mehr als nur eine bunte Kameralinse. Der weiße Bereich bildet ein Haus und symbolisiert ein sicheres Zuhause für deine Bilder. Haus oder Casa steckt auch im Namen und Pi steht für Pixel. Die Buchstaben L und G im LG-Logo bilden ein menschliches Gesicht, das L ist die Nase und das G der restliche Umriss. Sie nennen es das Gesicht der Zukunft. Das menschliche Element sollte die Marke freundlicher gestalten. Viele Technikunternehmen testen ihre neuen Produkte in Neuseeland. Das englischsprachige und ethnisch bunt gemischte Land liegt so isoliert, dass sich Neuigkeiten über Flops nicht so schnell verbreiten. Das FedEx-Logo erscheint recht simpel in Bezug auf Farben und Schriftart, aber es versteckt einen Pfeil zwischen den Buchstaben E und X. Er steht für Geschwindigkeit, Genauigkeit, das Streben nach Perfektion und Hartnäckigkeit beim Erreichen ihrer Ziele. Die vier Ringe des Audi-Logos stehen für die vier zusammengeschlossenen Firmen: Audi, DKW, Horch und Wanderer. Letztere begann als Fahrradreparaturwerkstatt. Gillette ist berühmt für seine messerscharfen Klingen und wollte ein genauso scharfes und präzises Logo. So kam es zu dem Schnitt am G und I, der eine klingenähnliche Form ergibt. Die Logofarben Schwarz und Weiß symbolisieren Eleganz, Reinheit, Prestige und Exzellenz der Produkte. Manche Menschen haben Angst vor Technik, man nennt es Technophobie. Heute bezieht sich diese Angststörung auf komplexe Geräte wie PCs. Der Ursprung liegt jedoch in der industriellen Revolution. Die Arbeiter des 18. Jahrhunderts litten unter der Angst, durch Maschinen ersetzt zu werden. Google mietet von einer bestimmten Firma in Kalifornien Ziegen, um die Grünflächen pflegen zu lassen. Etwa 200 Ziegen kommen zur Hauptgeschäftsstelle in Mountain View und fressen innerhalb von 2 Wochen das gesamte überschüssige Gras ab. Die Gründer von Domino's wollten ursprünglich für jede neue Filiale einen Punkt zu ihrem Logo hinzufügen, doch das Unternehmen wuchs so schnell, dass sie beschlossen, es bei den 3 Punkten für die ersten 3 Filialen zu belassen. 2004 wurde das Ad-Zeichen als erstes neues Symbol seit 60 Jahren dem Morsecode hinzugefügt. Es setzt sich aus den Signalen für A und C ohne Pause dazwischen zusammen. Jetzt kannst du deine E-Mail-Adresse also auch morsen, falls es mal nötig sein sollte. In seiner 150-jährigen Geschichte hat Levi's sein Logo 8-mal geändert. Ursprünglich hieß es The Two Horse Brand und enthielt viele Details. Das aktuelle Logo ist als Batwing bekannt. Es ist über 50 Jahre alt und repräsentiert die Form der Taschen, wie du sie an jeder Levi's Jeans findest. Es gilt als besonders jugendlich und zeitlos. Die Evernote-App speichert deine Notizen. Sie hat einen Elefanten als Logo, da es heißt, dass ein Elefant nie etwas vergisst. Das Ohr des Elefanten ist wie ein Klebezettelchen gebogen. Das H im Hyundai-Logo steht nicht für den Firmennamen. Es symbolisiert 2 Menschen, die sich die Hand geben, als Vertrauensaustausch zwischen Kunde und Unternehmen. Das Oval um die Figuren steht für die globale Ausdehnung. Die silberne Farbe symbolisiert Raffinesse und Perfektion. Die digitale Version in Blau spiegelt Verlässlichkeit und Exzellenz wider. Lacoste verdankt sein Kultlogo einer Wette zwischen dem Mitbegründer und Tennisspieler Renaud Lacoste und dem Kapitän des französischen Davis Cup Teams. Der Kapitän versprach Lacoste einen Koffer aus Krokodilleder, wenn er das Spiel gewann. Lacoste verlor, bekam aber den Spitznamen Krokodil.
Er ließ sich ein Krokodil auf seine Tenniskleidung sticken. Als es an der Zeit war, seine Modemarke zu gründen, war das Krokodil natürlich dabei. Oreos sind die berühmtesten Kekse der Welt. Jährlich werden mehr als 40 Milliarden Stück produziert. Ursprünglich wurden sie nach Gewicht zu $2,35 pro 4 Kilogramm verkauft. Der eingeprägte Kreis mit dem Doppelkreuz auf jedem Keks ist das Nabisco-Logo, welches wiederum ein europäisches Qualitätssymbol ist. Als Michael Dell 1984 sein Unternehmen gründete, wollte er die Welt auf den Kopf stellen. Deshalb ist das E im Dell-Logo umgekippt. Die blaue Farbe steht für Loyalität, Vertrauenswürdigkeit, Zuversicht und Intelligenz. Der erste mechanische Wecker konnte nur zu einer Uhrzeit klingeln, nämlich 4 Uhr morgens. Er wurde 1787 von Levi Hutchins in Concord, New Hampshire erfunden. Hutchins brauchte ihn, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Der erste Prototyp eines Weckers wurde allerdings schon von den alten Griechen 250 vor Christus entwickelt. Sie verwendeten ansteigendes Wasser, um eine Pfeife zu aktivieren. Das Logo von Airbnb ist keine verbogene Büroklammer. Das sogenannte Below steht für Belonging, Zugehörigkeit. Es ist ein Kopf, das Ortungssymbol, eine Reißnadel und ein Herz. Zusammen bilden sie das berühmte Airbnb-A. 2006 organisierte Qatar Telekom eine Wohltätigkeitsauktion, bei der die Nummer 66666666 für 2,75 Millionen Euro an einen anonymen Bieter versteigert wurde. Segway Polo ist ein anerkannter Sport mit Teams aus allen Winkeln der Erde. Fitness ist nur begrenzt erforderlich, es gibt keine Altersgrenze und die Beliebtheit wächst stetig. Das Spiel umfasst 4 8-minütige Einheiten. Ziel ist es, den Ball mit einem speziellen Hammer ins Tor zu schießen. Wenn du dir das Tour de France-Logo genauer ansiehst, fällt dir auf, dass sich in dem O, U und R ein Radfahrer versteckt. Die zweite versteckte Botschaft ist der gelbe Kreis. Er repräsentiert, dass die Staffeln immer nur tags stattfinden. Phantom-Vibrationssyndrom nennt man das Gefühl, wenn man denkt, sein Handy vibriert, obwohl das gar nicht der Fall ist. Wenn du daran leidest, könnte es ein Zeichen sein, dass du zu viel an deinem Handy hängst. Das Logo von Sony Vaio symbolisiert die Verschmelzung von analogen und digitalen Technologien. Die Buchstaben V und A sehen wie eine analoge Welle aus. Die Buchstaben I und O erinnern an die Zahlen 1 und 0 als digitales Signal oder den binären Code. Die erste Xbox spielte bearbeitete Tonmitschnitte aus der realen Übertragung der Apollo-Weltraummission ab. Hast du sie laufen lassen, hörte man Gesprächsfetzen aus dem Weltraum. Bei Pinterest kannst du Dinge, die du interessant findest, an deine Online-Tafel pinnen. Das Logo zeigt genau das. Eine im P versteckte Reißnadel. Die P-förmigen Reißnadeln sind ein wichtiger Teil der Pinterest-Idee, wo Menschen wie an einer echten Pinnwand Dinge anpinnen können. Pepsi gab für ihr Logo 900.000 Euro aus. Es enthält viele versteckte Bedeutungen. Es weist auf Feng Shui, die Renaissance, das Magnetfeld der Erde, die Relativitätstheorie, die Mona Lisa und das Parthenon hin und soll als Schlüssel zum Universum dienen. Nintendo wurde 1889, lange bevor es Computer gab, als Spielkartenhersteller gegründet. In Japan werden sie immer noch produziert und es wird sogar ein Turnier namens Nintendo Cup organisiert. 1973 tätigte ein Motorola-Ingenieur aus der 6th Avenue in New York City den ersten Handyanruf der Geschichte. Er verwendete dabei einen 1 Kilogramm schweren Prototypen, um die Konkurrenz bei Bell Laboratories anzurufen. Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Das Gerät war fast so groß wie ein Schuhkarton, ermöglichte 35 Stunden Gesprächszeit und brauchte zum Aufladen 10 Stunden. Die erste Textnachricht der Geschichte wurde am 3. Dezember 1992 verschickt und enthielt einen Weihnachtsgruß an einen Vodafone-Angestellten. Heute werden pro Tag rund 6 Milliarden Textnachrichten verschickt. Apple versuchte sich 1986 an einer Modemarke namens Apple Collection. Das war ein Jahr, nachdem Steve Jobs vorübergehend zurückgetreten war. Man wollte herausfinden, ob die Fans auch so weit gehen würden, Markenklamotten und Accessoires zu kaufen. Die horizontalen Linien im IBM-Logo sollen an Zeiten erinnern, als Kopierer noch Schwierigkeiten hatten, große Flächen mit dunkler Tinte zu drucken.
Ursprünglich waren es 14 Linien, doch die Anzahl wurde auf 8 reduziert, da es in Printmedien beim Druck zu Problemen kam. Die Serifen am M bilden ein Gleichheitszeichen als Symbol für den Wert der Gleichheit. 5 Megabyte Daten wogen einst eine Tonne. 1953 entwickelten die IBM-Ingenieure die erste Festplatte. Der Schrank wog über 1000 Kilogramm und konnte nur 5 MB Daten speichern. Das McDonald's-Logo ist nicht einfach nur ein M, es symbolisiert die ursprünglichen goldenen Bögen der Restaurantkette. Man stellte fest, dass potenzielle Kunden sie sehr gut aus der Ferne sehen konnten. Die erste Computermaus der Welt wurde 1964 erfunden und hieß XY-Positionsindikator für Ausgabesysteme. Es war eine quadratische Holzkiste mit einem Knopf oben rechts. Der Erfinder Doug Engelbart nannte sie wegen des wie ein Schwänzchen herausschauenden Kabels Maus. Der Name Mitsubishi ist eine Kombination aus Mitsu, was 3 bedeutet, und Hishi, dem Wort für Wasserkastanie. Japaner verwenden dieses Wort, um etwas Diamantenförmiges zu beschreiben. Zusammengesetzt ergibt der Markenname also 3 Diamanten. Die Schildform des NFL-Logos symbolisiert die Verpflichtung der Liga zu höchsten Standards der sportlichen Unterhaltung. Die 8 Sterne stehen für die 8 Divisionen, die es aktuell in der NFL gibt. Das erste Wort, das jemals per Autokorrektur berichtigt wurde, war T. Dafür musste man den linken Pfeil und F3 drücken. Im Northwest Airlines Logo werden das N und W im Negativraum dargestellt. Das Dreieck ist dabei ein Kompass, der nach Nordwesten zeigt. Die Fluggesellschaft flog seit 1926 und fusionierte 2010 mit Delta. Eine Studie des Beth Israel Medical Center in New York zeigt, dass Chirurgen, die als Kind mehr als 3 Stunden pro Woche Videospiele gezockt haben, 37% weniger Fehler machen, 27% schneller sind und 42% besser beim Test chirurgischer Fähigkeiten abschneiden. Die Marke Mercedes-Benz ist ein Zusammenschluss der Firmen von Gottlieb Daimler und Karl Benz. Das Firmenlogo von Benz war ein Benz-Schriftzug mit einem Lorbeerkranz. Die Marke wurde 1909 registriert. Daimler hatte einen Stern als Logo. Als die Firmen 1925 fusionierten, entstand das gemeinsame Logo aus dem Mercedes-Stern und dem Lorbeerkranz. Die 3 Spitzen des Sterns sollen Land, Meer und Luft repräsentieren. Das sind die 3 Bereiche, die die Firma ursprünglich dominieren wollte. Carrefour heißt übersetzt so viel wie Kreuzung und hat ein Logo aus 2 stilisierten Pfeilen, die die Richtungen, in die du gehen kannst, symbolisieren. Das Logo ist in den französischen Nationalfarben Rot, Blau und Weiß gehalten und der weiße Bereich zwischen den Pfeilen bildet ein C. Salvador Dalí entwarf das Logo der Chupa Chups Lutscher. Der Künstler platzierte den existierenden Schriftzug auf einer bunten Blume und sorgte dafür, dass das Logo nach oben auf den Lolli wanderte, damit es nicht verzerrt wird und immer gut zu sehen ist. Der erste Computervirus wurde 1971 entwickelt. Er hieß Creeper und war ein Sicherheitstest, um zu sehen, wie er sich verbreitete. Samsung wurde am 1. März 1938 als Lebensmittelgeschäft gegründet. Damit ist das Unternehmen 38 Jahre und einen Monat älter als Apple, gegründet am 1. April 1976. Das erste Telefon für die breite Öffentlichkeit gab es 1874. Es dauerte 3 Jahre, bis es 50.000 Haushalte erobert hatte und 75 weitere, um die 50-Millionen-Marke zu knacken. Das Radio brauchte nur 38 Jahre, um dieselbe Verbreitung zu erreichen. Der Fernseher schaffte es in nur 13 Jahren. Das Logo von Google wirkte recht simpel in Bezug auf die Farben. Vorrang haben Rot, Gelb und Blau. Doch der eine grüne Buchstabe unterbricht das Farbschema. Es soll demonstrieren, wie innovativ Google ist und nie das tut, was andere erwarten und damit einzigartig ist. Den Ölriesen Shell gibt es seit 1904 und sein gelb-rotes Logo hat sich über die Jahre sehr verändert. Ursprünglich war es ein realistisches Abbild einer Muschel. Das aktuelle Logo ist deutlich abstrakter.